Donnerstag hinter mir stehen. Verkürzte Woche, wir hatten noch Tag Deutscher Einheit. Und jetzt, heute wird es schwierig. Sind alle kribbelig. Hauptgang und Dessert in 35 Minuten. Und ich weiß, Sie können es. An die Töpfe fertig. Los, ihr Lieben. Ah. Hallo, Kasra. Hallo, Horst. Du hast meinen Namen gelernt. Super. Ich habe deinen Namen gelernt. Endlich. Nach so schnell geht das. Ja. Dritte Sendung und ich habe den Namen drauf. Oh, was hab ich am Anfang noch Probleme mit deinem Namen gehabt? Ne? Dabei ist Kasra so einfach. So einfach. Geht so locker von der Zunge. Man muss es nur oft genug gesagt haben. Sag's jetzt. Kasra. So sieht's aus. Ja. Super. Dankeschön. Hast du einen kleinen Applaus den ich mir jetzt von dir. Ja, ja. Hallo. Danke. Kasra, ich glaube zwar nicht, dass irgendeiner unserer Zuschauer die ersten beiden Tage verpasst hat, aber für die, die es verpasst haben, ersten Tag hast du gekocht, ich sag mal persisch, ja. Genau. Wirklich wie in der Heimat. Der Juror war begeistert. Am zweiten Tag hast du deutsch gekocht. Was kochst du heute? Ich koche heute wieder persisch. Ja. Das Gericht heißt auf persisch Fesenjun. Fesenjun? Genau, Fesenjun. Und auf Deutsch, Fesenjun. Und auf Deutsch heißt das Entenbrustfilet in eine Soße von Granatapfel und Walnüssen. Bravo. Das hört sich sehr lecker an. Ganz kurz schon mal nebenbei erwähnt. Weißt du, was das für ein Geschlecht war an der Ente, wenn männlich. Du die Brust so hast? Männlich. Männlich. Warum war es männlich? Weil der Brust größer ist als bei Weiblein. Dankeschön. Ich wollte einmal, dass es jemand anders sagt und nicht ich. Mir unter. Ja, bei mir sagt man immer typisch Lichter. Ne? Ich komm nachher nochmal. Hier ist Santa. Hallo, liebe Santa. Hallo. Ja, meine Damen und Herren zu Hause, Santa ist nicht gewachsen und ich stehe auch nicht in einem Loch jetzt. Sie steht auf einem wunderbaren Hocker. Magst du mal ganz kurz runtergehen? Dankeschön. Darfst du da hochkommen? Santa ist aber trotzdem eine große Frau und zwar hat sie ein großes Herz. Santa, ich habe gesagt, du bist eine großartige Frau und zwar vom Herzen her und wie du kochst mit Liebe. Wobei ich ja sagen muss, du warst zwei Tage hintereinander eigentlich so ein bisschen Wackelkandidat. Ja. Was dich selber auch schon gewundert hat, oder? Vielleicht ist einfach der Name Santa ein gutes Omen. Ja, das stimmt schon. Ich war. Ja, ne? Ja. Aber ganz komisch eigentlich, ne? Sehr komisch, ja. Aber wo du doch so eine wirklich mit Leidenschaft kochende Frau bist, waren beide Gerichte so, dass die Juroren gesagt haben, na ja, gut, aber heute machst du alles wieder gut. Ja, heute sage ich, schauen wir mal. Ne? Was gibt's denn Leckeres heute? Ich sehe schon mal Schokolade. Ja, genau. Das wird das Dessert, ein Schokoladenkuchen. Und vorher gibt's Linguine, nee, Tagliatelle gibt's heute. Nee, heute gibt's Linguine, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es gibt Nudeln. Ja, es gibt Pasta, ja. Mit Garnelen, Cherry-Tomaten, Knoblauch, Chili und getrockneten Tomaten. Mal schauen. Ja, da würde ich mal sagen. Ob es besser wird. Ja, ich glaube schon. Das ist doch ein Heimspiel für dich. Weißt du, so weit zu kochen, da muss ja wirklich ein Heimspiel sein. Deine Wurzeln liegen in Italien. Ja, genau. Ja, da kommt auch dieser schöne Name her. Für die, die es vergessen haben, Santa heißt übersetzt die Heilige. Also, was soll schief gehen? Und Schokoladenkuchen zu machen, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich liebe Schokoladenkuchen. Oh, ich liebe Schokolade. Also, hoffentlich wird der was. Ja. Roy, mein kleiner Krachmacher. Oh, das grüßt dich. Tja, du bist ja ähnlich wie Kasra, ne? Kocht sich hier locker flockig durch. Ging gut durch das jetzt, ja, das stimmt. Der Kerl macht sich gar keine Gedanken, der kocht und das klappt. Da wird noch nicht mal diskutiert, ob er weg könnte oder nicht. Das war schön, ja, gebe ich zu. Ja, ist schön. So, was kochst du denn Leckeres? Oder riecht aber gut. Dankeschön. Um es kurz zu machen, ich mache eine halbe Saltimbocca, gefüllt also mit einem schönen Schinken, mit einem Salbeiblatt dazu. Dann ein Spitzkohlgemüse dabei mit Kümmel, Salz, Pfeffer in der Pfanne, mit einer Tomatensoße, Vinaigrette. Und als Nachtisch gibt es Quarkkeulchen mit einem Zwetschgenkompott. Da hast du dir aber heute was vorgenommen, ne? Ja, deswegen bin ich ja hier. Ist gar nicht so wenig. Da ist auch ein bisschen Rum drin, wie ich rieche. Ne? Strohrum sogar, für Schubeck, genau. Ja, da ist mal ordentlich was drin, du, mein lieber Kukuschinski. Darf ich mal ganz kurz die... Sag mal, macht ihr das jetzt mit dem Mixer abwechselnd? Parallel, ja. Wie er mir, so ich ihm. Aha. Das sind gefroren. Roy, kannst du mal von dem Hocker runtergehen? Ja, warte. Der ist so, du
So. Du machst Zwetschgen? Ja, genau. Kompott, genau. Ja. Zwetschgen ist ja eine Unterart der Pflaume. Weißt du das? Nein. Dort, das ist im Prinzip Cousin und Cousine. Okay. Ja. Die Zwetschge hat nicht diese Fruchtnaht. Ja. Daran kann man sie optisch unterscheiden. Und sie wird sehr gerne genommen, weil sie ein etwas festeres Fleisch hat. Man kann sie also schön auch für Kuchen und Ähnliches nehmen. Die wird nicht so matschig und wird nicht direkt Mousse und schmeckt auch sehr lecker. Also kann man auch mal länger verwahren. Ne? Und sind auch sehr gesund. Ich würde sagen. Also, wenn du Probleme mit Cholesterin hast, Zwetschgen helfen. Danke. Nur ein Problem, meine Damen und Herren. Nehmen Sie zu viele Zwetschgen. Haben Sie zwar keine Probleme mehr mit dem Cholesterin, aber Sie sollten eine Bibliothek auf dem WC haben. Ne, wird dann schwierig. So. Hallo Jennifer. Hallo. Jennifer, mein Herzblättchen, 17 Jahre alt. Ja, Waldorfschülerin. Kann musizieren, ist im Orchester. Ihr Vater hat hervor. Im Chor. Ach, du singst. Genau, ich singe. Hui. Ja, aber das hättest du mir nicht sagen sollen. Weil jetzt erwarten Millionen, Abermillionen Menschen zu Hause, dass du singen wirst. Mach mich nicht nervös. Wir machen einen Deal. Ja. Wenn du ins Finale kommst, singst du. Dann, ja, macht sie, danke. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder aufs Kochen zurück. Auch du kochst fantastisch. Ja, danke schön. Auch da war keinerlei Beanstandungen. Ja. Was kochst du heute? Heute gibt es ein Lammcurry mit Spinat. Lammcurry? Ja. Und dann gibt es dazu noch einen karamellisierten Kaiserschmarrn. Okay, dann sag ich. Weil, wenn es einen Kaiserschmarrn gibt, meine Frau liebt ihn. Ich liebe ihn auch, solange keine Rosinen in der Nähe sind. Genau. Weil Rosinen bin ich allergisch drauf. Ja. Ich weiß nicht, warum. Da sind wir in einem Team. Ja, sind wir in einem Team. Ja. Aber dieses junge Fräuleinchen hier hatte nicht nur einen fantastisch kochenden Vater, sondern sie war auch mal, weil sie es unbedingt wollte, in einem Praktikum. Bei einem Menschen, wie soll ich ihn beschreiben, ohne direkt seinen Namen zu verraten? Er ist der Gottvater himself der Gewürze. Er weiß mehr über Gewürze, wie Gewürze über sich selber wissen. Nach ihm wurde die Stadt Würzburg benannt. Er kommt aus Bayern und ist einer der größten noch lebenden Köche dieser Erde. Und er hat ein Herz, deswegen ist er auch von der Körperfülle so. Das ist so groß für alle Menschen, da musste er mehr Oberkörper für haben. Heute kommt als Juror Alfons Schubeck, meine Damen und Herren. Ja, und bei Alfons Schubeck hast du ein Praktikum gemacht. Genau, das war der Hammer. Ist Alfons streng oder ist er so lieb, wie er auch zu mir ist? Der hat schon eine gewisse Strenge in sich. Also wenn das nicht alles kriegt man da auch schon mal so. Nee, das macht er nicht. Nee? Nee. Wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das ganz klar. Aber der hat immer ganz lieb nach mir gefragt und ob es mir gut geht. Und wenn was nicht gestimmt hat, was zum Beispiel nicht passiert ist, also ich war immer zufrieden und mir ging es immer richtig gut da, dann hätte er auch was dagegen gemacht. Also mir hat es da echt richtig gut gefallen und er hat immer für mich gesorgt. Also im Hintergrund. Aber du weißt ja jetzt, was wir gerade machen. Wenn der Alfons jetzt Pech hat, bewerben sich morgen wahrscheinlich 8000 Jugendliche für Praktikum bei Alfons. Weil die haben dann alle so einen Spaß, dahin zu gehen. Ja. Also heute kochst du für ihn. Genau, da bin ich. Also streng dich an. Genau. Ja? Was kochst du überhaupt nochmal genau als Dessert? Das wollte ich schon mal wissen. Also das ist das Lammcurry. Das kommt da gerade und da kommt Reis zu. Der Dessert? Und Dessert ist Kaiserschmarrn. Ach, der Kaiserschmarrn. Ja, genau. Das ist nämlich das, was... Übrigens, wenn du Lamm sehr lange brätst, ne? Dann... Ist es durch. Ja. Und dann wird es irgendwann auch trocken und durch. Ja. Und danach kannst du damit auch spielen. Okay. Zum Beispiel Schach oder... Also hol's raus. Okay. Ja. So, Kasra. Kannst ruhig reden. Ich kann ruhig reden, danke schön. Da ist ja wieder dieser wunderbare Reis. Wir haben ja gelernt von dir, dass du ihn anders kochst. Genau. Was machst du denn jetzt damit? Löcher reinmachen, damit der Dampf von unten. Hast du den wieder gekocht, wie die Tage den? Genau. Erst in Wasser gekocht, raus, dann mit Bütterchen nochmal nachgegart. Jawohl. Aha. So habe ich es gemacht. Darf ich aber noch mal einmal reingucken, ja? Ja. Ja, so. Also,
den bissfest gegarten Reis, bisschen Butter. Genau. Auf kleiner Temperatur. Ja. Was hast du da noch oben drauf liegen? Oben drauf, das ist einfach eine Cushion-Crepe, damit die Flüssigkeit nicht wieder also den Reis reingeht. Die Flüssigkeit, genau. Die darf verdampfen, aber nicht wieder zurückgehen. Genau. Und gut, die Entenbrust hast du übrigens perfekt von der Hautseite angebraten. Ja. Und du machst zwei, weil du weißt, dass ich sie mag. Eine genau, ist für eine mich. Für dich, eine für... Mit dir kann man arbeiten, das machen wir. Ehrlich. Bei 110 Grad, wie ich gerade sehen kann, ja. Aber im Backofen. Und ca. 20 Minuten. Ja, weil es ist wichtig, dass man so eine Entenbrust ein bisschen ruhen lässt. Jo. Aber sie braucht trotzdem Temperatur. Weil genau. Es gibt ja ganz viele, die mittlerweile gelernt haben, bei 80, 90 Grad zum Ruhen weglegen. Jo. Aber dann gart es ja nicht mehr weiter. Und die ist ja noch roh innen drin. Ne? Die muss also noch weiter garen. Hier hast du jetzt was gemacht. Ja? Reinstellen. Da passe ich auch nicht rein. Den Kuchen reinstellen, ja, gerne. Beide, weißt du, was ich ne? toll finde? Dass du die Schälchen so schön voll gemacht hast. Ja, hier bin ich. Das heißt, wenn der jetzt noch hoch geht, ja. Habe ich ein bisschen Angst, dass der Backofen zu klein ist. Ja. Aber wir lassen uns mal überraschen. Toi, toi, toi. So. Kaspar, noch mal ganz kurz, was hast du da gemacht? Schalotten angeschnitzt. Gemahlene Walnusskerne. Butter. Ja. Bisschen leicht eingeschwitzt und danach mit Hühnerfell und Hühnerbrust, ja. Genau. Und noch also Walnüsse, Apfel. Also erst Zwiebelchen. Genau. Dann Walnüsse, gemahlene Walnüsse jo. Mit den Zwiebelchen angedünstet. Genau. Bisschen Butter dazu, dann mit einem Geflügelfond und am Ende mit Granatapfelsirup. Sirup. Ja. Der kommt zum Schluss rein. Der ist jetzt schon ein bisschen ist drin. Schon drin. Genau, ich muss dann noch alles. Weil ich muss sagen, das kenne ich natürlich jetzt überhaupt gar nicht. Aber das wird schon persisch sein. Das ist Zucker. Genau. Zucker, ja. Wow. Alter. Bisschen Zucker. Weil die Sache ist, die Granatapfelsirup. Das ist aber für Dessert, ne? Nein. Nee? Das ist für den Hauptgang. Ne? Weil die Sache ist, Granatapfelsirup ist ein bisschen herb. Ja. Ein bisschen sauren Geschmack. Und damit ein bisschen Geschmack reinkommt, hier gegenarbeiten mit Zucker. Weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, optisch ist das jetzt nicht ganz so ansprechend. Nee, es ne? sieht einfach nach einer braune. Ja, braun. Braun aus, genau. Schmeckt das schon? Kannst ausprobieren, glaube ich nicht. Du glaubst nicht? Nee, weil es muss noch. Du machst mir ja Mut. Ich glaube nicht. Es sieht, also, man weiß es nicht. Also, er hat selber gesagt, es sieht optisch nicht so ansprechend aus. Dafür meint er, es schmeckt halt noch nicht. Mal gucken. Und? Komm, jetzt sag was. Sauer. Ja, habe ich auch so noch nicht gegessen. Muss ein bisschen süßlicher werden. Ja. Bisschen mehr Zucker. Was passiert damit nachher? Das ist dann die Soße für den Entenbrust. Für die Entenbrust. Ja. Machst du davon viel an die Ente? Nein. Nee? Nicht viel. Ich würde da auch so einen Hauch von dran machen. Aber ist interessant vom Geschmack. Kenne ich aber, wie gesagt, nicht. Ist auch persisch. Ist was persisch. War ich noch nicht. Würde ich ja gern mal hin. Dann ist es Zeit. Ja? Muss ich einmal mitnehmen. In Iran einmal zeigen, wie da die Küche funktioniert? Genau, am besten auf ein Dorf gehen, wo es alles, sag ich mal, original gekocht wird und nicht in Großstädten. Das ist ja meistens so, ne? Genau, weil in Italien. Guck mal, in den ganzen Ländern mittlerweile vermischt sich ja überall so ein bisschen die Küche. Das heißt, man köcht ja kaum noch irgendwo die traditionelle Küche außer im Dorf. Ne? Genau, das ist alles. So. Das lässt du noch ein bisschen einreduzieren und wir probieren nachher noch mal. Die ganze Obst, was du hier stehen hast, was machst du damit gleich? Damit mache ich den Bärentürmchen. Ein Bärentürmchen? Genau. Erklär mir, wie machst du ein Bärentürmchen? Wantanblätter. Ja. Ausbacken. Dann Creme aus Sahne, Mascarpone, Vanilleschote. Oh, Vanilleschote. Den Mark von Vanilleschote. Ja. Und geriebene, bzw. ein bisschen Zitronenabrieb. Ja, ein bisschen Zitronenschale. Mit Zucker, Düsen. Also das hört sich lecker an. Also alleine schon Sahne, Vanilleschote, Mascarpone, weißt du, also alles ganz gesund. Schon schön. Genau. Hört sich gut an. Machst du auch irgendwas mit Vanilleschote? Nee, mit Zimtstange. Mit Zimtstange, auch schön. Hier den Zwetschgenkompott, deswegen. Müssen wir mal noch Tomaten, wenn die gerade einmal probieren. Aber gerne, ich hol mir ein Löffelchen. Bisschen sauber reingetan, alles egal. So.
Boah, wusstest du, dass mittlerweile Vanille zum zweitteuersten Gewürz überhaupt geworden ist? Ich wusste Safran. Nein. Ja. Und fast überall, wo man glaubt, dass Vanille drin wäre, ist keine Vanille mehr drin, sondern künstlich hergestellt Vanillin. Das ist so ein Ersatzstoff, das schmeckt nach Vanille, ja, aber ist kein Vanille. Ach, Alter! Ja, oh, lecker schon, du. Fisch habe ich jetzt auch was fertig soweit. Ich denke mal, das hervorragend. Die brauchen wir uns 2 Minuten pro Seite. Ja. Also du hast den Fisch jetzt gefüllt. Ich habe den genau einmal angeschnitten, fast durch, dann einmal ganz durch, dann aufgeklappt, das bisschen glatt gemacht die Geschichte und dann halt mit dem Schinken, mit Salbei zugemacht mit ein paar Zahnstocher, damit das nicht beim Braten nochmal aufgeht hinterher. Aber die brauchen, wie gesagt, nur am Ende jeweils 2 Minuten pro Seite, sage ich mal. Ja. Denk nur dran, du brauchst auch die Zeit für die Pfanne heiß zu machen. Ich kenne jetzt bei Saltimbocca eigentlich nur, dass man den Schinken und Salbei ja oben drauf macht. Von der Seite kurz andreht, dann um. Hier muss man natürlich bedenken, es wird nicht gegart in dem Moment. Ne? Es soll nur Aroma abgeben. Genau, richtig. Ist aber so, genau wie man es sich denkt. Alles so gedacht, Geschichte, genau. Würzt du das noch von außen? Nein, nachher. Nach dem Braten. Also ganz zum Schluss. Da bin ich mal gespannt drauf. Zwetschgenkompott ist am Kochen. Riecht fantastisch. Oder hätten wir Geruchfernsehen, wäre das nicht ein Treller jetzt, oder? Ja. Du, das. Darf ich dann auch schon mal probieren? Sehr bisschen. Gerne. Oh. Ist auch ein bisschen sauer, ne? Na, der Rum muss damit durchkommen. Ja, du auch. Obwohl Zucker ist auch drin, das nicht. Aber ich kann noch was nachmachen, wenn du. Das hat mir jetzt schon Falten rausgezogen, wie ich das kriege. Du. Mach den 3 Jahre jünger. Probier mal. Sehr gerne. Das ist ein bisschen sauer. Ich hab's nicht probiert. Lieber Scholli, du. Jennifer, wie macht deine Nervosität sich breit? Läuft? Ja, nö. Also, die ist noch gar nicht so. Ja, nö. Die ist noch gar nicht so. Ah, nee, ja, dann nö, ja. Ist noch alles gut. Ich bin noch in der Zeit und alles ist. Alles läuft noch? Ja, doch. Schön. Hast du den Moment Zeit für mich? Ja, vielleicht einen kleinen, ja doch. Einen kleinen? Ja. Du hast gestern mit mir Fotos gemacht hier im Studio. Genau. Sie will nämlich Fotografin werden. Und da habe ich gesagt, da muss ja sofort die Gelegenheit beim Shop verpacken. Ne? Weil ich bin ja, glaube ich, so topmodelmäßig schon unterwegs, oder? Ja, also das musst du dir echt noch mal überlegen, ob du das nicht noch mal ja, ich meine, meine Figur kommt auf Fotos auch anders rüber als im Fernsehen. Der Fernsehen macht ja dick. Hast du ein Foto hier? Ja. Ah. Die zeige ich nicht. Also, guck mal, da wächst mir was aus den Ohren raus. Ja. Oh. So sieht mein Schnurrbart morgens aus. Oh. Ui, mein Johann. Oh, ja. Kamerakind Horsti. Obwohl, da habe ich so eine dicke Unterlippe. Ne? Sieht aber hübsch aus. Darf ich eins mitnehmen? Ja, natürlich. Die gehören dir. Signierst du mir nachher, ja? Die Bilder werden nämlich sehr wertvoll. Da bin ich mir sicher. Na, wollen wir hoffen, ne? Doch, wenn du als Karrierefrau nachher da rumrennst, dann kann ich sagen, ich habe schon Bilder von ihr. Ach, guck mal hier, bei Kasra geht's weiter. Kasra, du hast mir vor der Sendung gesagt, du hättest von mir geträumt. Jo. Was? Darf ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht, um diese Uhrzeit. Ja, ja, das kommt ganz drauf an, was du geträumt hast. Du hast getanzt. Aber nicht normal. Ich habe nicht normal getanzt, sondern du hattest auch nicht an. Und du hast auch nicht hier getanzt, sondern auf dem Herd. Du hast hier so eine Art auf Tisch. Das hast du doch nicht wirklich geträumt. Doch. Du hast ja nicht ernsthaft geträumt. Wenn man 2-3 Tage mit dir kocht, dann träumt man auch von dir. Dann träumt man davon, dass ich nackt umhertanze. So sieht's aus. Also, meine Damen und Herren zu Hause, wenn Sie mal davon träumen möchten, wie ich nackt umhertanze, bewerben Sie sich mal hier für die Küchenschlacht. Nach dem zweiten Tag träumen Sie von mir. Mein Gott! Wenn sich jetzt keiner mehr meldet, so. Doch, doch, die melden sich. Ganze Frauen melden sich. Ja, du musst mir das mal ganz in Ruhe erklären, wieso du sowas träumst. Weil du hast eine bezaubernde Freundin und ich bin ja auch glücklich verheiratet. Aber da ist sie doch.
Sie möchte nicht ins Fernsehen. Und aus dem Grunde setze ich mich daneben. Und uns sieht jetzt auch gar keiner. Du siehst bezaubernd aus. Danke. Bitte schön. Kasra ist ein sensationeller Koch. Ja. Er kocht wirklich mit sehr viel Liebe. Ich weiß. Das merkt man. Ja. Wie erklärst du dir, dass er von mir träumt? Ich weiß eigentlich nichts. Der hat mir nichts erzählt. Der hat dir noch nichts erzählt? Nein. Bist du jetzt geschockt? Ja. Meine Frau ist auch geschockt und ich wahrscheinlich jetzt auch. Ja. Ich bin richtig geschockt. Nackt umhertanzen. Ich auch gerade. Ja, ich muss ihn aber mal fragen, ob das während einer Sendung war oder nach Feierabend. Okay, dann fragen Sie nachher, dann erzähle alles. Kocht er zu Hause sehr viel? Der kocht sehr gern. Ja, wenn ich dann nicht zu Hause bin, dann kocht er. Ach, das heißt, normalerweise kochst du zu Hause? Ja. Und er kocht nur, wenn du nicht da bist? Ja, und wenn ich auch keine Lust habe. Aha. Kochst du denn auch so gut wie Kasra? Ich koche am meisten persisch. Möchtest du dich nicht mal hier bewerben? Nein. Ich habe hier Beziehungen. Nee. Oh, komm. Nein, danke schön. Warum nicht? Hast du Angst? Ja. Wovor? Von mir? Nee, ich glaube nicht, dass ich in 35 Minuten so schnell kochen kann. Nee, kann ich nicht. Also pass auf, ich verspreche dir erstmal in die Hand, ich werde nicht nackt umhertanzen. Okay. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne bei den anderen Köchen, weil die ist ja noch der Kolja Klebel, Alexander Herrmann, Johann Lafer, Nelson Müller und natürlich unser Alfons Schubeck, die hier moderieren. Und ich bin mir ganz sicher, bei einem dieser Herren bist du sehr gut aufgehoben. Du musst ja nicht bei mir. Also sie bewirbt sich. Halt das fest, sie kommt. Ist geklärt. Wir haben noch 9 Minuten Zeit. Und dann würde ich gerne mal wissen, Santa, wie sieht's aus? Was? Ja. Wie ist dein Grundgefühl? Ich bin hier riecht aber irgendwann ganz fies Alkohol. Hier ist aber richtig irgendwo Alkohol drin. Wo? Unterm Herd und im Herd. Aber hast du drüber geschüttet? Das ist egal, verbrennt ja. Aber irgendwie. Oh. Wo hast du denn jetzt was reingetan? Erklär mir ganz kurz. Hier? Nein, ja. Hier sehe ich jetzt die 3 Garnelen. Hier sehe ich getrocknete Tomaten und wahrscheinlich wird die Flüssigkeit Weißwein sein. Ja, genau. Und jetzt kommen noch mal Cherry-Tomaten dazu. Ja. Gut, erklär mir das Ganze noch mal. Hier, das kommt nachher über die Nudeln. Du machst mir Angst. Soll ich? Ja, das kommt dann mit den, weißt du was, die haue jetzt einmal rein. Ja, ich habe gerade das Gefühl, du kochst das erste Mal. Nein, ich Weil du so unsicher bist. Ui. Du, das ist in Ordnung. Nur in Ordnung. Es ist gut, es ist, ja. So habe ich noch nie jemand über sein eigenes Essen reden hören. Ja. Weißt du, so versuche ich mich schon mal zu rechtfertigen, wenn Johann bei mir probiert, weißt du? Dann sage ich auch mal, nee, Johann, das ist so, ja. Ne? Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, okay, das sagt Alfons auch immer. Ja. Schauen wir mal. Wenn der mal nachher sagt, Post oder Post nicht, dann ist ehrlich. Ja, das ist ja blöde bei ihm. Ne? Ja. Ach, das ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Vielleicht, warum? Weil ich vielleicht für ihn auch kochen muss. Und mir geht dann jetzt gerade. Dann treib ihn doch mal aus deinem Kopf und denk, du kochst einfach nur für mich und deinen Schatz. Ja, genau. Also. So, Roy, bei dir sieht ja alles immer noch relaxed aus. Alles schön. Ja, wir haben noch 7 Minuten Zeit, denkst passt. Du, das ich hab passt? Ich habe die Quarkhölzchen in der Pfanne schon mal einmal. Der Kompott ist nachgesüßt worden. Der Spitzkohl ist auch schon drin, damit ich ein bisschen garen kann. Fisch tue ich gleich rein. Und dann haben wir das auch. Pfanne hast du aber heiß. Die schon läuft. Ja. Ich habe gelesen, als du dich beworben hast, dass du eigentlich sehr gerne wissen willst, weil im Fernsehen wird dir immer erzählt, wie zufrieden hier alle sind in der Sendung. Ja, hast du gesagt, also du willst mal testen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Richtig, genau. Ja. Ist es jetzt so? Es ist wirklich ein toller Service. Die Leute, die ganzen drum und dran, was hier ist, sag ich mal, ganze Sendung ist, ob es jetzt beim Make-up ist, sag ich mal, ob es die ganzen Service vom Essen, Trinken, ob es Essen und die Zutaten alle da sind, das ist also schon sehr, sehr ja, super einfach die Geschichte. Und es stimmt wirklich. Ja, muss ich sagen, stimmt wirklich. Wirklich schön. Ja, ist ja, also. Und ich möchte heute auch mal ganz besonders hervorheben die unfassbare Arbeit, die unsere Maskenbildner vollbringen. Weil du hast mich ja jetzt mal vor der Sendung gesehen und da muss man doch sagen, das ist schon respektabel, was die so schaffen mit mir. Ne? Das ist richtig, klar. Ja? Bei dem einen habe ich gehört, der hat Restaurator gelernt. Ja, aber geht jetzt. So, Jennifer, wie sieht es aus?
Soll ich erst probieren? Du hast noch nicht probiert? Ich habe noch nicht probiert. Lecker. Fehlt Salz. Okay. Ja. Schmeckt nach Curry. Ganz viel Curry. Hoppala. Nach Curry. Ja, ganz viel Curry. Was hast du hier drin? Ne? Das Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn. Ach nee, Pfeffer, Salz. Das wird Kaiserschmarrn. Ja. Nein, das sieht so ein bisschen komisch aus noch, ne? Das? Ja, bitte? Das wird noch. Was? Ruft mich jemand? Kuchen rausholen. Ach, Kuchen rausholen, ja. Mensch, du hast so tief geschrien. Du hast nicht über den Block gestanden. Ich habe nach oben geguckt, ja. Deswegen habe ich dich nicht. Sind die fertig? Ja. Hauen wir es raus. Bevor ich die aufmache, ja. Kamera, damit man einmal sieht, wie die vorher aussahen, bevor ich aufmache. Oh, die sind aber nicht gar, Schatz. Santa, die sind ja, nicht... Ja, ich bin schon da. Die sind nicht gar. Mm, siehst du das? Die ja. sind flüssig. Oh, dann müssen wir es vielleicht noch mal ganz volle Kanne... Noch einmal volle Kanne? Ja, ganz volle Kanne. Machen wir auf volle 200. Ja. Richtig doll. Okay. Zumindest 3 Minuten. Ach so, halt, was mach ich oh, denn hier? Ja. Hier, mach hier mal musst du es ja. machen. Ja, ja, ist ja gut. Schrei mich nicht an. Bin schon ruhig. Immer das Gleiche mit den Mädels. Du hast ja angeschrien, du. Halt, hier machen wir. Wild, Kalb, Rind, Schwein, Geflügel. Auftauen, warm halten, Grill, Großflächengrill, volle Kanone. Ja, das hauen wir jetzt mal hier rein. 230 Grad, du. Ja, bitte. Ich guck mal wegen Ente. Auch die ist noch recht roh. Was heißt? Die linke auf jeden Fall. Guck mal hier, okay. Die ist ganz wabbelig. Ja. Merkst du das? Und die rechte ist ein bisschen fester. Okay. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Mach Temperatur höher. Also mit deinem Kuchen wird's schwierig. Oh, das sieht jetzt lecker aus. Ja, gut, gut. Also Jennifer, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, eben sah das aus wie der Kuchen. Ja. Und jetzt hat es sich so verwandelt, dass es aussieht, als wenn es perfekt wäre. Sehr schön. Was macht dein Fleisch? Das wird gut. Ich würde, Roy, deinen Fisch raus, weil der wird schon zu heiß. Ich bin gerade gedreht erst. Gerade erst gedreht? Ja, gerade erst gedreht. Kann ich das mal probieren? Bitte. Das Gemüse. Weil Kohl ist ja eine ganz tolle Sache. Weil wenn du den gast, setzt sich ja ganz viel Vitamin C frei. Ja. Ein bisschen Bisterwein noch, Kümmel, Pfeffer, Salz. Finde ich den lecker. Oh. Ist gut? Doch. Doch. Lecker. Finde den auch lecker. Jetzt wird's lecker. Gut. Wenn ich aber sagen darf, die Beerentürmchen sehen auch sehr lecker aus. Du hast die Beeren wie gemacht? Guck mal in die Kamera rein, weil wir stehen jetzt falsch rum im Rücken. Dann. Ich mach mal so, dann kannst du mir das sagen, ich übersetze dann. Die ganzen Beerenmischung aus Erdbeeren. Ja, also die ganzen verschiedenen Beeren. Genau, mit Zucker versüßt. Ja. 1, 2, 3 Minuten auf Hitze, damit die ein bisschen flüssig und werden. Und Ende. Und Ende. Also einfach nur die Beeren aufrühren, genau. Damit und die Vanilleschote rein. Und die Vanilleschote, sehr schön. So, wie sieht denn dein Hauptgang aus? Kriegst du den fertig? Wir haben ja. noch 2 Minuten. Ja. Du solltest dir Gedanken machen über das Anrichten. Das ist jetzt nicht verkehrt. Hier sehe ich auch schon ein bisschen. Oh, hast du noch ein paar Röcke mitgebracht? Ja. Hast du Lust, mir die mal ganz kurz da so ein kleines Stückchen rauszuschneiden? In welcher Form hättest du es denn gerne? Sag, für wie viel Mann wolltest du denn hier kochen? Ja, das wie viel brauchst du denn? So ein ganz kleines Stückchen, wo ich das einwickeln kann. Also so das Lamm-Curry da so rein, irgendwie. Hat das irgendeiner begriffen von euch? Also. So, reicht dir so ein Stück? Das ist ein bisschen zu groß noch. Gern ein Stückchen kleiner. Noch ein Stückchen. Jennifer? Ja? 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 Gut so. Noch ein Stück. Komm, noch ein Stückchen machen wir. So, jetzt ist aber gut. Ja, ja, ja. Ja, jetzt richte an. Wir haben die letzte Minute, meine Damen und Herren. Unterstützen Sie meine Kandidaten hier. Und ich muss sagen, Kastra ist am Anrichten. Das sieht sehr gut aus. Ja, Roy sowieso. Und ich werde mal deinen Kuchen rausholen. Ja, 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 bitte. Weil egal, was mit dem Kuchen jetzt ist, aber die Zeit ist vorbei.
Okay. Tja. Was soll man da sagen? Hast du Puderzucker da, Kind? Ja, hab ich. Gib mir mal Puderzucker. Ich wollte den aber stürzen. Du willst ihn stürzen? Ja. Es könnte sein, dass der Kuchen danach sehr bestürzt aussieht. Oh Gott. Pass mal auf. Ja, was macht man jetzt? So, wir haben aber nur 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Pass mal auf. Schneid oben ab. Ja, bitte. Ja? Ja. So abschneiden. Okay. Und dann stürzen. Einmal einschneiden, stürzen, Puderzucker drauf und ab am Tisch. Yes. Komm, komm, du Heilige, zackig. So, was hast du denn noch hier, Kasra? Hallo. Fertig. Die Sendung ist vorbei. Wir sind schon im nächsten Tag drin. Kasra. 3. Hallo. 2 und raus. Hör auf. Boah, Kinder, bei den Topfgeldjägern wär's schon raus jetzt. Das ist das. Weil da geht das so knallhart nach der Zeit. So, aber jetzt kommt natürlich für mich der schönste Augenblick des Tages. Wir können uns jetzt entspannen, weil jetzt liegt die ganze Anspannung auf einem fantastischen Herrn. Meine Damen und Herren, hier ist er, mein großes Idol, Alfons Schubeck. Warst du zufrieden? Ich war zufrieden, ja. Ja, Alfons, der Applaus ist für dich, also, wie die Alpen vor der Türe liegen bei dir. Man riecht, dass hier gekocht wird. Jetzt schauen wir mal. Oh, schön. Lammcurry mit Spinat. Oh, Scheiße. Ja. Ach ja. Weißt du, diese Ruhe alleine. Mhm. Ich kaputt dran. Ja. Lammcurry mit Spinat. Sagen wir mal, das Einzige, was ich hier. Ja. Oh. Also es ist sehr nett abgeschmeckt. Reis ist gut gemacht. Locker. Fehlt vielleicht ein bisschen Salz, aber sonst ist es ganz gut. So. Linguine mit Garnelen. Ja, schon ein bisschen. Sagen wir mal. Ja, meine Damen und Herren. Ein bisschen fest gegart. Schauen wir mal die Nudeln, was wir machen. Die wieder reingehen. Mhm. Das sind Momente. Sagen wir mal so. Die Garnele ist ein bisschen zu weit, aber die Nudel ist perfekt. Entenbrust mit Basmati-Reis und Walnuss-Granatapfelsauce. Ui, da ist ein Fanclub anscheinend da. Also die Entenbrust ist jetzt nicht schlecht gebraten. Mhm. Okay. Schauen wir die Granat. Ja. Walnuss, Granatapfel. Mhm. Ja, das ist nicht einfach. Ne? Ja. Also, wer auch immer das gemacht hat, muss man sagen, wer mit Walnüsse arbeitet, will ich Walnüsse immer zum Schluss reingeben, weil du merkst, wenn eine Walnuss 1-2 Minuten in der Soße kocht, das merkst du. Aber sie ist nicht schlecht. Ja. Oi, oi.
Bis jetzt haben wir Halbut Saltimbocca mit Spitzkohlsalat. Mhm. Also ist ein bisschen zu durchgebraten hier. Bisschen, wobei das Kraut wieder griffig ist, es hat einen Biss, hat eine optisch schöne Farbe. Fisch ist ein bisschen zu stark durch, aber das schmeckt nicht schlecht. Dann ist das der Kaiserschmarrn, gell? Das ist der Kaiserschmarrn, oder? Das da. Ja, das ist Kaiserschmarrn. Nein, Mann, weil das ist so links. Schauen wir mal. Gut, da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ah, nicht schlecht. Obwohl, ich habe schon Kaiserschmarrn gegessen, nur das sah aus wie das Zeug, was man reinmacht, um Fenster abzudichten. Der Kaiserschmarrn ist außen schön karamellisiert und innen ist er schön nicht pappig. Ja, fluffig wäre der richtige Ausdruck. Schmeckt gut. Kleiner Schokoladenkuchen, das stimmt, der ist nicht groß. Also wenn es immer so überpudert ist, dann muss ich aber schmunzeln, weil das meistens. Der ist halt nicht fertig, aber sagen wir mal, der ist halt innen noch sehr klebrig. Aber wenn der fertig wäre, dann wäre der richtig gut. Was haben wir da? Bärentürmchen. Naja, das ist eher der schiefe Turm von Pisa, aber mit Bären hat das schon zu tun, ja. Und ist ein Türmchen. Das stimmt, ja. Gut, die Creme ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, naja, ein bisschen schwach abgeschmeckt, aber da unten kommt die Süße, wenn man es zusammen isst, dann gleicht es dieses Unrunde wieder ein bisschen aus. Und sagen wir mal, das ist jetzt nicht der optische Hit, ja. Aber die Beeren schmecken ganz gut. Na, so gut schmecken sie auch nicht. Und die Creme ist eher neutral gehalten. Und da haben wir so, na, Strudelblätter sind es nicht. Die werden ein bisschen anders, aber ist es wurscht, das sind halt Blätter. Die, ja, sind noch krass. Also, schlecht ist es nicht. Komm mal los. Jetzt haben wir Zwetschgenkompott. Mit was? Steht nichts dort bei mir. Zwetschgenkompott. Ja, Quark. Keulchen. Quarkkeulchen. Die ist ja nicht schlecht. Ein bisschen Zucker fehlt. Bei den Quarkkeulchen? Da ist wieder ein bisschen zimtig, ein bisschen Säure hat es. Nicht so, naja, viel. Du musst aufpassen. Also, es ist jetzt nichts dabei, wo du sagen kannst, oh Gott sei Dank, sondern es ist eher, ich hab's mir eher schwer gemacht, das muss ich auch mal sagen. Also, das Lammcurry mit dem karamellisierten Kaiserschmarrn ist weiter, weil der Reis ist Jennifer gut gemacht. Ist schon mal weiter. Er war noch nicht fertig. Weil der Reis ist, gut, das ist jetzt das Unwichtigste, meint man. Der ist schön in der Farbe, nett angerichtet. Gut, das Ding kannst du nicht essen. Das schmeckt ganz gut. Vielleicht ein Tick zu fest gebraten. Die Soße ist okay. Überzeugt hat mich dann der Kaiserschmarrn, der außen richtig kross ist, innen weich ist. Die Sahne kannst du vergessen. Das ist ein so neues Gemälde. Das kannst du in Bayern zum Beispiel, würden sie dich da sofort irgendwo hinnageln. Aber weil zu viel Rot dabei ist, aber ansonsten kann man das in sich stimmig. Beides. Jetzt machen wir hier. Hier Entenbrust auf Bayerisch, das sagen, geht gerade noch. Das heißt, die ist rosa gebraten, da ist jetzt zwar nicht mehr viel Flüssigkeit drin, aber wenn man es andrückt, kommt es noch. Die Walnusssoße ist nicht perfekt, der Reis ist gut gemacht. Das Türmchen. Die Blätter sind kross, die Creme, sagen wir, 3 bis 4,
Früchte gut abgeschmeckt. Und wenn man es zusammen isst, hat man das Krosse von den Blättchen, diese, sagen wir mal, ganz wenig abgeschmeckte Creme. Aber diese Herzhaftigkeit der Früchte ist für mich auch weit da. Im Finale, Gessler! Du kannst weit davon nicht träumen, Alter! So. Kraut, okay. Fisch, ein bisschen zu stark durch. Ja, ist zu stark durch, ein bisschen. Habe ich da drüben, aber auch bei der Garnele. Habe ich das gleiche Problem. Jetzt muss ich es eigentlich am Dessert ausmachen. Ich sage einmal, hier ist, jetzt muss ich noch mal schauen, hier ist kleiner Schokoladenkuchen. Da muss ich sagen, hier wurde ein Kuchen, der ist ein Ansatz eines Kuchens gemacht. Klein, das stimmt total. Aber der Kuchen ist leider nicht fertig. Was auch immer da oben drauf ist, das macht ihn nicht wertig. Es ist eigentlich schade. Und dann, dort drüben ist das natürlich Vogelwild angerichtet. Aber es schmeckt, man, so schaut sie im Magen aus, wenn man sie im Magen, so schaut sie im Magen aus. Ja, bitte, das tut mir leid. Das tut, warum die Ärzte dann das schön anrichten, ne? Verstehst du das? Oder was sagst du? Du sagst das Gleiche. Natürlich sagst du das Gleiche. So, jetzt muss ich sagen, ist. Warum liegt denn das überhaupt nicht weiter? Der ist doch weitergekommen, der da. So. Der ist weiter, der ist raus. Roy ist im Finale drin. Santa, die Heilige, verlässt uns. Aber sie hat Spaß gehabt. Und sie sollten morgen dabei sein, weil Finale mit drei Mann, der Brüller. Und ihr müsst natürlich nach meinen Rezepten kochen. Und zwar ein Garnelenfännchen, Rinderfiletsteak mit Kräuterhaube, Bandnudeln und einem Trüffelsößchen. Freuen Sie sich drauf. Und ich werde jetzt mit Alfons noch mal ganz in Ruhe reden. Bleiben Sie übrigens dran. Heute Nachrichten, naja, und Rotzlöffel TV läuft auch. Topfgeldjäger. Tschüss!